Hallo und willkommen zum langweiligsten Spiel der Welt. Nein. Hallo, wir haben eigentlich sehr viel Spaß. Ja, stimmt. Ich habe doch keine Ahnung, was ich mache. Ich klicke irgendwas, aber es funktioniert. Die erste, echt? Was tue? Die was? Erste Spieltag ist vorbei. Ich hatte gewonnen, Jusen hat einen Unentschieden gegen, also ich habe gegen Jan Regensburg auswärts gewonnen. 2-1, Jusen hat ein 1-1 geschafft gegen den HSV. Was respektabel ist gegen den direkten Konkurrenten. Und Jun geht's weiter. Ich spiele gegen Greuther Fürth zu Hause. Und Justin weiß ich nicht, gegen wen ich. Was? Was? Okay, es ist Bild. So, du kannst weitermachen, ne? Ich habe gerade Pressekonferenz. Achso, du bist gerade bei der Presse. Dazu möchte ich nichts sagen. Zum Bild beantworte ich keine Fragen mehr. Die drehen mir die Wörter im Mund rum. So. Das wollte ich jetzt machen, bevor es gleich zum nächsten Spieltag geht. Ich muss nochmal die Rollen. Ne? Ja, die Udavi. Was hast du denn vom Flügelspieler wurde durch ein Tor vor der gekrönt? Du hast den Ball in die Mauer reingeschossen, das abgebrannt und kommst vor die Füße geflogen. Angekommene Flanken. 8%. Okay. Okay. Taktik. Ist es unsere Taktik? Standardsituation. Da. Ecken. Muss ich jeden Spieler durchgucken, gucken, wer Ecken kann? Oh, bitte nicht. Könnte sein. Aber der Vici ist mir keine Freischüsse mehr. Aber wenn ich dann. Wenn mir aber das Auto-Einstellungen, wie das anbietet, so hinmacht, dann gehe ich davon aus, dass. Wenn du sagst, dass es gut ist. Das ist halt der Computer, ne? Der einfach. Aber kannst du ruhig machen. Ja. Ich lasse Batsch super einfach die Ecken. Die Flanken schießen. Batsch, super, was für einen starken, einen linken starken Fuß. Also wenn er von links anrennt, dann müsst du eigentlich von links schießen, oder? War das nicht so?
Weiter? Gleich. Ich brauche kurz den David. Da, David. Also, im heißt ja nicht Davi. Die Davi, Entschuldigung. Acht. Ich hab sieben neue Nachrichten. 18.000 Dauerkarten abgesetzt. Okay, Scout-Bericht. Scout-Meeting. Komm, es beendet Nationalmannschaftskarriere. Ja, gut. Gut, nächste E-Mail. Es wird bekannt gegeben, dass 33 Dauerkarten für diese verkauft wurden. Wie viel? 33.000. So, was haben wir hier im Posteingang? Scouting-Bericht. Hatte ich vorhin schon. Warte. So, Chris Löwe ist in der Auswahlelf der zweiten Bundesliga. Nicht schlecht.
Jusen redet nicht. Ja, ich versuche gerade was zu ändern. Möchtest du es denn ändern? So, da hatte ich gerne die Standardsituation drin. Das ist mal ein schönes Trainingseinheit. Was? Was? Welcher Japaner? Wo spielt der? Da, er hat sich verletzt. Ich hab keine Errungenschaft freigeschaltet. Er ist verkauft. Ja, der Boss steigt wieder ein. Mangala bestätigt. Okay. Ey. Und wieder ein Scout ist weg. Hey, ich hab Mangala endlich losgeworden. Wen spiele ich denn jetzt eigentlich? Gegen spiele ich? Ach, gegen Bochum. Oh. Gegen den VfL. Oh, Mensch. Wurde in die U19 von MSV abgesetzt. Das war eigentlich nicht meine Intention. Ich habe 1,71 Millionen Transferbudget. Aber ich glaube, die Transferphase ist. Ich muss gerade sagen, die Transferphase geht bloß in ein paar Wochen. Der VfB wird für dieses Spiel rund 55.000 verdienen. Was denn? Ich verdiene eine halbe Million. Mit dem... Wann ist denn der Termin? Am 18. Tut mir vom Kalender. Ach so. Da. Oh, das ist nächste Woche. Ach so, der nächste Spielwoche, oder das nächste Spieltag ist kein Spieltag, sondern DFB-Pokal. Ja. Da geht's dann für mich gegen den SV Rödinghausen. Ich hab, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie in Stuttgart gespielt hast, das will ich gar nicht mehr. Weil das sind die. Oh, für 12.000 Euro kriege ich einen Fernsehgelder für den DFB-Pokal. Wie viel? 12.000 Euro. Nur? Ja. Ich krieg 550.000 Fernsehgelder. Ja. Also, ich krieg eine halbe Million dafür. Wie sieht Patrick Ebert muss? Castro! Agu schließt Transfer zu Erzgebirge Aue ab. Agu. Entschuldigung. Ich kenne keine Spiele von der ersten Bundesliga. So. Hier ist der VfL Bochum gegen den VfL Stuttgart. Heute, das ist dieser Spieltag das Topspiel. Deins? Deins. Was? Topspiel? Ja. Sind nicht alle meine Spiele Topspiele? Ja, gut. Ist meistens so, weil ist ja. Ne? Ich muss aber einen Sieg her.
dachte immer nur Aufstiegsfavorit. Oh, unser Spiel wird live im Fernsehen übertragen. Oh, nächste cool. Woche. Ja. So, dann gehen wir mal zur Spielvorschau. Notiz an mich selbst. Ich muss meine restlichen Spiele mal registrieren. Mach einfach mal drauf und registrier die einfach alle. Einfach nur auf dieses kleine Zeichen unregistriert drücken. Und dann... So, dann gehen wir mal zum Spiel. Ich denke mal, ich nicht. Stoff wird ja eigentlich schon fast mit. Dick. Zum Spiel. Ist das in die Spielpraxis fehlt, aber. So, jetzt warte ich darauf, dass Jusan bestätigt. Ja, wie registriere ich. Finde geil, ich bin nicht auf der Folge, aber wie registriere ich die jetzt nochmal? Hä? Wenn du. Du hast doch, wenn du in der Taktikübersicht bist, ne? Dann siehst du doch neben denen so ein kleines Schildchen, wo genau, UNR draufsteht. Da bin ich raufgegangen. Da klickst du drauf, ne? Da bin ich in der Mannschaft gelandet. Genau. Dann drückst du auf Auto-Auswahl. Dann drückst du auf Auswahl bestätigen und das bestätigst du dann. Die werden nicht ausgewählt bei der Auto-Auswahl. Na, Spieler, die verdient sind, zum Beispiel, die brauchen, die werden nie ausgewählt. Einfach auf Autoauswahl drücken und dann auf Auswahl bestätigen. Ah, okay. Ich weiß, warum ich die nicht auswählen kann. Naja. Warum? Wenn sie auf der Transferliste sind, sind sie nicht registriert. Kannst du sie nicht mehr registrieren. Ja, ich spiele mit 6 anstatt 7 Auswechselspieler. Kannst du nicht, du kannst nur mit 5. Ich, was? Es sind dann bloß die ersten 5 auf deiner Auswechselbank, die mitkommen. Du kannst noch 5 Auswechselspieler mitnehmen. Ja, ja. Komm. So. Dann. Willkommen im Rudolf Harbig Stadion. Was hier 3 Ränge hat, was schon stimmt. Nur 2. Es gibt keine Ränge. Einfach eine Kurve. Dann gucken wir mal, wie wir uns gegen Greuther Fürth schlagen. Wir spielen in Rot. Und oh. Hast du einen Tor kassiert? Nee, aber da hätte fast mein Herrn Adams Relak ein Tor geschossen. Er hat es noch haarknapp verfehlt mit einem Volley. Also ich gehe mit dem Ziel immer noch rein, dass ich den Klassenerhalt nur schaffen will.
Und nicht gegen den Abstieg spiele. Also ist mir jeder Punkt, den ich kriege. Derzeit noch keine Tore gefallen. Mhm. Ah, Freistoß für den Quarterford. Aber wir lassen uns ganz schön von Quarterford unter Druck setzen. Das ist eigentlich nie so auf der Linie gerettet, den Ball. Das ist ja Traum. Schön, Jeremy. Schön. Und alles! Nein! Oh, Gott, ich bin alleine vom Tor, nur Tor war vor ihm. Bist du so blöd, über die Mauer drüber zu schießen? Janni Müller hat gelb. Er hat den Spieler direkt im Kopf getroffen. Schön in den Lauf gespielt. Und das ist es. 1-0. Sehr gut. Ja, derzeit, ich kann nicht nur mich für diese Verpflichtung beglückwünschen. Adams Roller war eine sehr, sehr gute Wahl zu kaufen. Derby-Star. Pass war den Ausgleich passiert, sehr gut. Hat gerade 2-0 geschossen. Oh, das 2-0 durch Sascha Horvath. Durch unseren kleinen Österreicher. Ich werde nur noch bis das Tor wirklich ins Tor reingerutscht, wie das aussieht. Oh, Batsch überschießt, ne? Oh, das 3-0! 3-0, Adams Relak. Mit einer schönen Flanke von Linus Wahlquist. Also. Wieso spiele ich eigentlich gerade die ganze Zeit gegen die Brocken und du durch die Einfachen? Was ist ein Brocken? Du spielst als Bochum. Bundesliga-Absteiger gegen die VfL Bochum, die immer gegen den Abstieg in letzter Zeit gespielt haben. So, Halbzeit. Aber mir auch klar. Ich hätte nur 0. Nein, aus.
Wieso? Die haben den Bastelbaum umgehauen. Marvin Stefaniak wurde eingewechselt. Ehemaliges Dynamo-Talent. Der dann gewechselt ist zum VfL Wolfsburg, was nichts gebracht hatte. Und jetzt bei Greuther Fürth spielt und leider, also im realen Leben hätte Marvin Stefaniak einfach nicht wechseln sollen, sondern einfach bei Dynamo bleiben. Dann wäre ihm wohl eine, finde ich, bessere Karriere passiert. Aber man kann ja mal ein bisschen Trash-Talk, so, also Fußball-Talk machen. Julian Green hat einen Schlag abgefangen. Faul! Der hat einfach umgehauen. Batzduber ist das echt bitter, dass er wirklich vor der ersten Halbzeit raus muss. Marvin Stefaniak mit dem Freistoß knapp daneben. Was für eine lange Reingabe. Jeremiev, den hättest du machen sollen. Ja? Bei dir willst du die mit Tor schießen, ne? Ich laufe und laufe und laufe, aber es wird nichts passieren. Aber auf beiden Seiten. Ja, passiert. Justin, Justin, ich will nie erleben, dass du als Erster hier irgendwie gefeuert wirst für den Verein. Und danach direkt ein Karlsruher SC anschließen. So, also. Ja. Ihr wollt mich nicht? Ich mach auch fertig. Ja, komm. Eine Chance für Gott. Lassen. Ich weiß nicht, wer es war, aber gute Arbeit, Verteidiger, gute Arbeit. Tor hat und damit ein 3-0 für Dynamo Dresden. Damit offiziell gerade Tabellenführer. Damit ich die zweite gelbe Karte bekommen erst. Dann nur Glück wünschen für diesen Sieg. Sie haben gute Arbeit geleistet, sie haben hart trainiert.
Und sie haben auf mich. Sie haben auf alle meine Hinweise geachtet. Nein! Immer die letzten Meter. Wie viel Minute Usan ist? 73. Was? Bin schon durch. Jetzt sehe ich noch ein Lüft auf den Schweden. Ah, guck mal, jetzt sehe ich was. Eckball von VfL Bochum. Schön über das Dach. Bochum ist desinteressiert nach dem Zuruf. Das muss man ausnutzen. 4 Minuten Nachspielzeit. Das steht kein Schwein von uns. Ja gut, die sind aber auch schon bestimmt schon ein bisschen ausgepowert. Ne, überhaupt nicht. Die sind alle noch bei 80. Gerade eben noch gewesen, oder? 70. Der niedrigste 72. Ja, das 70 ist aber auch schon. Das ist schon angeschlagen. Und noch ein Unentschieden. Yippie! Oder die Niederlage, einen von beiden. Ja, oder jetzt nochmal ein Konter. Nicht so auf alle Fälle. Nicht so, ja, das stimmt. So ein Einwurf. Ja. Osei Tutu. Und eine Ecke. Schiri, das ist Zeitspiel. Okay. Ja, wollte gerade sagen, das ist wirklich Zeitspiel. Torwart? Ich wollte gerade sagen, ich pfeife jetzt mal Ecke. Ah, das ab.
Also. Ja, das stimmt hier noch nicht so ganz. Bedeutet, das nächste Spiel ist ein DFB-Pokalspiel. Gegen Rödinghausen. Da war ich sogar bei dem DFB-Pokalspiel. Das historische DFB-Pokalspiel, wo wir rausgeflogen sind gegen Rödinghausen. Ja. Ja. Wie wir sehen, also es ist der zweite Spieltag, ne? Da muss man noch, da darf man noch nie viel sagen. Ich sag mal, dass ich hier oben bleibe auf dem ersten Platz, wird nicht gegeben bleiben. Ich werde bestimmt irgendwann weiter abrutschen, weil kann ich mir nicht vorstellen, dass das so läuft. Und Josan wird auch irgendwann von dort unten wieder hochkommen. Ja. Du musst auch auf weiterklicken. Achso, ja, 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 ja. Es ist. Ich will bloß mal kurz meine Spieler loben dafür. Echt? Ich habe meine ganze Saison gemacht. Ja, okay. Also ich habe Adam Strelak. Der hat 2 Tore geschossen. Und hat 69% seiner Kopfbälle gewonnen. Das ist also. Das ist schon eine coole Leistung. Dann will ich den natürlich auch loben dafür. Speicher das Spiel. Wir sind, glaube ich, auch schon bei wir sind bei 37 Minuten. Wir werden wohl die Folge mal beenden. Ja. Denke ich mal, sehr gut. Also das war grauenhaft. Ja, das war wirklich grauenhaft. Danke. Bin stocksauer. Ja, ich auch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden derzeitig. Ich hoffe, der Vorstand ist auch mit dem zufrieden, auch wenn sie sagen, okay, ich habe nicht genug junge Spieler verpflichtet, aber dafür habe ich Spieler verpflichtet, die uns, denke ich mal, gut in die Saison retten werden. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr sagt, ja, ich bin auch Dynamo Dresden-Fan und ich finde das gut. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch oder Abend oder wann auch immer ihr das seht. Es ist heute, jetzt ist Samstag, der 14. Morgen spielt Dynamo gegen Osnabrück in Osnabrück und ich hoffe natürlich, dass jetzt diese Motivation meines Gewinns auf diese Mannschaft übergeht und sie den einen Sieg holt. Unserem neuen Trainer. Naja, mal gucken. Ansonsten, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Tschüss. Und bei Josan genauso. Lasst ein Like da. Guckt einfach mal rein. Ich verlinke, denke ich mal, auch die Playlist von Josan mit bei mir. Ja. Dass ihr da auch alles seht und mit reingucken könnt. So. Also, tschüss.